Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Bedenkt immer, dass es eine Prognose hat, nichts mit der Realität zu tun. Durch den DFB-Pokal und ja die englische Woche, wenn man das beim DFB-Pokal auch so nennt, ist das hier jetzt alles ein bisschen knapper geworden und vielleicht labere ich auch mal ein bisschen mehr Quatsch, weil das jetzt unter Zeitdruck entstanden ist. Soll keine Rechtfertigung sein, nur eventuell eine kleine Erklärung. Es geht los mit Mainz gegen Leverkusen. Viel Spaß dabei. Los geht's. Der erste FSV Mainz empfing Leverkusen zum Auftakt des 21. Spieltages und die Gastgeber hatten einiges wieder gut zu machen nach der 3:0-Pleite gegen Augsburg. Aber auch die Gäste starteten hier mit Wut im Bauch nach dem 2:1 in Heidenheim, wo man dann rausflog, den DFB-Pokalsieg damit schon mal komplett von der Liste streichen kann. Hatten sie hier wirklich einiges wieder zu korrigieren und sie starteten wirklich gut rein. Von Mainz kam in der Anfangsphase fast gar nicht. Mitchell Weiser auf Julian Brandt, der hat die Übersicht. Kevin Volland nicht im Abseits, 13. Spielminute, 1:0 für die Gäste. 9. Saisontor für den Mann, der im Pokal nur auf der Bank saß, dann später für Alario reinkam, hatte ihn sicherlich auch etwas gewurmt. Dann auch mal eine halbe Stunde knapp im Spiel, dann ein Angriff der Mainzer, aber Robin Quaison kann den nicht wirklich gefährlich auf das Gehäuse bringen. Stattdessen Leverkusen immer wieder mit gefährlicheren Akzenten. Volland mit dem guten Ball auf Julian Brandt. Und den zieht er dann mit links am Kasten vorbei. Müller muss nicht eingreifen. Der hatte ordentlich Wucht, aber war dann doch nicht platziert genug in dieser Szene. Aber vor der Pause nochmal Leverkusen. Das ist Leon Bailey. Wird nicht richtig angegangen. Baumgartlinger, Kevin Volland. 2:0 für die Gäste, 10. Saisontor. Und jetzt wurde es für Mainz richtig tiefschwarz. Im zweiten Durchgang mussten sie wirklich deutlich nochmal an allen Stellen eigentlich schrauben. Das 0:2 sicherlich nicht die beste Ausgangslage, aber es wurde nicht unbedingt besser. Stattdessen wollte Leverkusen alles klar machen. Leon Bailey und Weiser im Zusammenspiel. Das geht viel zu einfach. Aaron Martin hat gar keine Möglichkeit, alleine da etwas anzurichten oder auszurichten. Zu korrigieren. Baumgartlinger scheitert dann aber mit diesem Schuss an einem Bein der Mainzer Verteidigung. Trotzdem weiterhin Leverkusen, die einzig aktive Mannschaft hier. Charles Arangis auf Kevin Volland. Fast mit dem Dreierpack, aber der wäre wahrscheinlich auch über den Kasten hinweggegangen. 20 Minuten noch auf der Uhr, es brannte nichts mehr an. Nochmal der Abschluss, Bell dazwischen. Volland legt auf Außen, Wendell. Bellarabi verliert dann aber den Ball an Brosinski. In die Magenkuhle von Bell, der nach Sperre wieder da war. Und nochmal Leverkusen. Es hätte hier locker 0-3, 0-4 ausgehen können. Das 0:3 sogar war ihnen nicht mal vergönnt. Die letzte Möglichkeit in dieser Partie. Dann auch noch von Müller pariert. Der musste einem leid tun. Am Ende des Tages gewinnt Leverkusen aber mit 2:0 absolut verdient. Und der erste FSV Mainz knüpft leider an die schlechte Leistung im Spiel gegen den FC Augsburg an. Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim und die Sinsheimer. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Düsseldorf standen sie hier erstmal kompakt in der Defensive. Wollten sie zumindest. Borussia Dortmund war die bessere Mannschaft auch schon in der Anfangsphase. Das ist Sancho, legt rüber zu Lukas Piszczek. Der erste Abschluss aber dann noch abgefälscht von Nico Schulz. Die Schwarz-Gelben wollten hier aber von Anfang an klar machen, hier ist nichts zu holen für eine Gastmannschaft. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Mario Götze legt sich den Ball zurecht und visiert dann auch die Mitte an. Da ist wieder Lukas Piszczek und da fehlt ganz wenig. Jetzt war er wirklich ganz knapp davor, den Treffer zu erzielen. Baumann wäre sonst eventuell auch da gewesen, aber der schab wirklich haarscharf über die Latte hinweg. Etwas über eine Viertelstunde gespielt. Jadon Sancho mit der Übersicht. Götze, kein Abseits. Brinner tippt es auf Pfosten und dann hat Baumann den Ball fest in seinen Händen. Glück in dieser Situation mal wieder für die Sinsheimer, die dann 5 Minuten vor der Pause dann nochmal kam. Kramaric erstmal noch geklärt, Geiger macht's nochmal scharf und der Abschluss von dem hierbei von der Hut aber gestoppt in der 43. Spielminute. Das wäre auch alles andere als verdient gewesen. So ging es dann mit dem 0:0 in die Pause und für Dortmund etwas ärgerlich. Man hätte durchaus schon den ein oder anderen Treffer erzielen können. Und Hoffenheim, im zweiten Durchgang wurden sie jetzt etwas mutiger. Das ist Joel Linton und Geiger mit der Übersicht auf Amiri. Der ist dazu frei und macht das 1:0 in der 54. Spielminute. Erstes Saisontor
der hatte noch ein bisschen Stress mit Julian Nagelsmann nach dem letzten Spiel. Und jetzt hämmert er den Ball rein und beweist, dass es richtig war, ihn von Anfang an aufzustellen. War Dortmund natürlich offensiv sowieso immer brandgefährlich. Das ist Witzel, Götze und Paco Alcácer mit dem Ausgleich. Postwenden, 59. Spielminute, 13. Saisontor. Gut gespielt und jetzt war ja wirklich noch mehr als genug Zeit für Dortmund, das Ganze zu drehen. Es wäre auch nach wie vor das absolut verdiente Resultat. Aber dazu musste der nächste Treffer her, 65. Minute über die rechte Seite. Immer wieder produzierten sie gefährliche Angriffe. Götze, Paco Alcácer, aber Baumann ist diesmal dazwischen und kann den dann ohne Probleme festhalten. Sie blieben aber weiter dran. 20 Minuten noch knapp auf der Uhr über die linke Seite. Dann Hakimi legt den Ball zu Guerrero. Guerrero, Rafael Guerrero, aber kein Problem für Baumann. Selten wagten sich die Sinsheimer dann mal aus der eigenen Hälfte. Das ist Geiger. Kramaric hat die Übersicht. Geiger zu dem hierbei und der traut sich dann mal mit seinem schwächeren rechten Fuß abzuschließen. Und mit etwas mehr Glück hätte jetzt Hoffenheim hier wie aus dem Nichts mit 2:1 führen können. Aber Dortmund glaubte selber weiterhin an den Dreier und den wollten sie auch. Dahoud nochmal mit dem Kopfball haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Es war wie zum Verzweifeln für den BVB. Baumann hätte sich eventuell auch vergeblich gestreckt. Kommt er etwas zu spät, der Ball geht aber am Kasten vorbei. Jetzt könnte nur noch der Lucky Punch hier zählen. Nochmal der BVB, Dahoud und Götze. Mario Götze, der Ball senkt sich, aber nicht mehr rein. Am Ende bleibt es bei diesem 1:1. Es tut für Dortmund extrem weh, weil so viel mehr drin war. Hoffenheim ergaunert sich hier den Punkt, der nicht verdient ist. Aber am Ende haben beide Teams ein Tor geschossen und so geht's. 1:1 zu Ende. Die Eintracht zu Gast bei RB Leipzig und die Frankfurter spielen nach wie vor eine überragende Saison und dementsprechend können sie heute den Abstand auf Tabellenplatz 4 auf 2 Punkte verkürzen. Dazu müssten sie aber gewinnen. Die erste Möglichkeit gehörte Yusuf Paulsen. 15. Spielminute, RB Leipzig mit der besseren Anfangsphase und die Gastgeber hatten schon einige Möglichkeiten gegen Wolfsburg im DFB-Pokal verschenkt. Jetzt dann auch mal die Frankfurter, etwa 20 Minuten von der Uhr. Jovic geht da viel zu leicht auf das Tor von Gulaschi zu. Aber der reagiert klasse und vermeidet so das 1:0. Überragende Aktion des Ungarn im Kasten der Roten Bullen. Eine unterhaltsame Partie mit vielen Tormöglichkeiten. Dann auch wieder Leipzig. Mateusz Kunja und dann Rus, der da den Ball nicht kontrollieren kann. Und Adams kommt dann zum Schuss, ist aber dann etwas zu überhastet, steht unter dem Druck von zwei Verteidigern, setzt sich da dann gut durch. Der Schuss ist dann aber alles andere als gefährlich. Immer noch keine halbe Stunde gespielt und wieder die in schwarz gekleideten Gäste. Rode, Da Costa und Jovic. Den kann Gulaschi jetzt aber festhalten, kein Problem in der Szene. Und nochmal die Gäste vor der Pause. Gute Aktion und dann Rode testet Gulaschi nochmal etwas schwerer. Der ist aber wieder da und kann wieder parieren. 0:0 zur Pause, eine unterhaltsame Spitzenpartie, die durchaus schon den ein oder anderen Treffer verdient gehabt hätte. Zweiter Durchgang, dann wieder Leipzig. Über die linke Seite extrem gefährlich mit Mateusz. Kunja legt zurück auf Diego Demme und Kevin Trapp kann sich auszeichnen. Super Schuss vom Sechser, aber auch dann eine schöne Parade. Wiederum von Kevin Trapp. Jetzt war Frankfurt plötzlich völlig offen. Sabitzer zwischen die Verteidiger durch und Adams schafft es schon wieder nicht, Kevin Trapp zu überwinden. Hätte auch wieder ein Stück noch gehen können. Und Frankfurt, die kam dann mal nach Standards. Es ist aber auch nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Langsam sollte Frankfurt nochmal was nach vorne bringen, wenn man auch hier den Dreier mitnehmen möchte. Und dann kam Evan Dicker. 78. Spielminute. Zweites Saisontor für den Innenverteidiger, der steigt am Fünferraum am höchsten, setzt sich dagegen zwei durch, unter anderem Klostermann in der Verlosung konnte er nicht halten und Leipzig, die gaben sich nicht auf, wollten die zwei Punkte nicht so auf sich sitzen lassen, diese zwei Punkte Vorsprung, aber es blieb dabei. Frankfurt hat jetzt 35 Punkte, Leipzig 37, weil Konrad Leimer die letzte Möglichkeit vergibt, weil Kevin Trapp
überragend reagiert. Frankfurt gewinnt im Spitzenspiel oder in einem der Spitzenspiele an diesem 21. Spieltag mit 1:0 gegen Leipzig und das etwas schmeichelhaft. Borussia Mönchengladbach konnte sich unter der Woche erholen, aber Dieter Hecking wollte das nicht als einen Vorteil dastehen lassen. Und so war es eine ausgeglichene Partie gegen Hertha. Die erste Möglichkeit, die man wirklich nennen konnte, war hier dann auf Seiten der Fohlen. Das war Hofmann in der 20. Spielminute. Hertha wirklich erstmal darauf bedacht, kompakt zu stehen. Die 120 Minuten gegen Bayern haben doch extrem geschlaucht. Dann aber auch mal die Gäste nach vorne. Einer der wenigen Vorstöße von der Elf von Paul Dardai. Und da ist dann Davy Selke. Kommt beim ersten Schuss nicht durch. Im Nachschuss bringt er dann Sommer aber nicht wirklich in Bedrängnis. Fehler von Zakaria im Spielaufbau. Und dann ging es auch ganz ordentlich schnell nach vorne. Gut nach außen gelegt. Marvin Plattenhardt immer wieder nach vorne unterwegs. Und der Abschluss dann aber von Elvedi abgewehrt. Da wurde es dann nicht brenzlig nach dem Schuss hier von Andrei Duda. Der wäre vermutlich auch so oder so vorbeigegangen. Dann nochmal die Gladbacher. Das ist Dennis Zakaria. Der wird da nicht angegriffen. Kann er alleine in den Strafraum einziehen. Trifft dann aber nur das Außennetz. Keine optimale Position zum Abziehen. Macht er dann trotzdem noch ganz gefährlich. Aber er wird nicht dafür belohnt. Und dann nochmal die Herthaner vor der Pause. Salomon Kalou legt rüber. Davy Selke. Da kommt der eine nicht durch und dann macht's der andere eben selber. 42. Spielminute, Davy Selke mit dem Volley zum 1:0 für die Gäste. Glücklich zu dieser Phase, aber so ist es nun mal. Gladbach liegt 0:1 zurück in dieser Saison zu Hause mit einer absolut weißen Weste, ohne Punktverlust. Alles haben sie gewonnen und daran wollten sie anknüpfen und sie kam jetzt auch. Player mit Wendt über die linke Seite und da ist erstmal der Kopfball von Lars Stindl. Aber richtig heiß wurde es hier noch nicht. Trotzdem weiterhin die in weiß gekleideten Gastgeber. Hofmann und dann Dennis Zakaria hat die Übersicht und was für eine Parade von Jahrstein. Gegen Lars Stindl behält er hier die Oberhand. Das hätte es spätestens sein müssen, aber die Elf von Dieter Hecking blieb dran. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite, da ist Michael Lang. Und Ausgleich. Zweites Saisontor auch für ihn, der rechte Verteidiger. Nach langer Verletzungspause ist er wieder komplett bei 100%, so scheint es. Und jetzt köpft er das Ding ein und die Gladbacher glaubten daran, die weiße Weste zu Hause beizubehalten. Und sie wollten auch daran arbeiten. Hertha wäre mit diesem Punkt sicherlich trotzdem zufrieden. 20 Minuten noch circa auf der Uhr, jetzt wieder über die rechte Seite Gefahr. Das ist ein schönes Passspiel. Und dann ist da Lars Stindl, behauptet sich mit dem Ball gegen Fabian Lustenberger in der 74. Spielminute und macht das 2:1. Die Partie war gedreht und das war auch absolut verdient. Im zweiten Durchgang spielte fast ausschließlich nur noch die gastgebende Mannschaft und den setzt damit links oben wunderbar rein. Eine Möglichkeit bekamen die Gäste aber noch. Das ist Plattenhardt über die linke Seite. Das ist dann Andrei Duda. Kommt nicht durch gegen Elvedi. Versucht es nochmal. Kommt nicht durch gegen Hofmann. Nochmal dann über die Außen und Ibisevic. Aber kein Problem für Sommer. Und das war's dann. Gladbach dreht diese Partie, gewinnt nach den 90 gespielten Minuten, aber auch verdient mit 2:1 gegen die Hertha. Krisenduell in Hannover, der erste FC Nürnberg zu Gast, der hatte sich nun wirklich nicht gegen den HSV mit Ruhm bekleckert. 1:20 Torschüsse, eine doch recht deutliche Statistik, aber heute war alles anders. Ab der ersten Minute an stand beim Club eine komplett ausgewechselte Mannschaft auf dem Feld, auf dem Rasen. Nicht ausgewechselte Namen, einfach nur ausgewechselte Einstellungen scheinbar. Und sie blieben dran, etwas über eine Viertelstunde gespielt. Hannover 96 unter Thomas Doll ja nicht wirklich erfolgreich gewesen beim Debüt gegen Leipzig. Und die nächste Möglichkeit und Michael Esser wird er hier wieder zum wichtigsten Punkt für Hannover. Und wenn das der Keeper immer und immer wieder ist, dann spricht das nicht wirklich für die Mannschaft,
für die das zutrifft. Aber dann konnten sie zuschlagen, die Gäste. 19. Spielminute, Hanno Behrens. Und jetzt konnte auch Michael Esser nichts mehr machen. 4. Saisontor für den Mittelfeldmann. Der Gästeblock ausverkauft, tobte hier vor Freude. Am ersten Pfosten steigt am höchsten aus der Distanz. Und in dieser unübersichtlichen Situation ist für Michael Esser dann wohl nichts mehr zu halten. Und wie konnte jetzt Hannover 96 darauf reagieren? Bis dato waren sie komplett unsichtbar vorne. Dann aber mal Bakkerlords hier. Dann ist das Jonatas, Wood, Sorg und Wood mit dem Abschluss. Aber ein bisschen sinnbildlich, wenn das das Gefährlichste war, was sie hier vorzuweisen hatten. Der geht deutlich in den zweiten Zuschauer ran. 5 Minuten noch bis zur Pause und weiterhin Nürnberg mit den klar besseren Möglichkeiten. Missejan und wieder Michael Esser. Dem können sie wirklich langsam Denkmal bauen. Aber er kann auch eben nicht alles halten, wie man auch schon in dieser Partie wieder sehen konnte. Nochmal Nürnberg, Behrens mit der Flanke, Palacios und in der Mitte Mateusz Pereira und wieder Michael Esser, der Teufelskerl. Das System von Thomas Doll ging mal wieder nicht auf. Es stand zur Pause 0:1 und die Gäste waren klar überlegen. Und Nürnberg ist jetzt bei allem Respekt nicht so spielstark wie Leipzig. Aber auf dem Papier stand erstmal zur Pause das gleiche Ergebnis. Und der erste FCN blieb dran. Wieder Hanno Behrens. Dreh- und Angelpunkt in der Partie auf Seiten der Gäste. Srelak mit dem Kopfball und wieder Michael Esser. Das war jetzt eher einer der einfacheren, aber trotzdem, das kann man immer wieder zeigen. Eine unglaubliche Partie und unglaublich viel Glück für Hannover. Endlich wachten sie dann auf. Sorg mal mit dem Abschluss, aber für Martinia ist das auf keinen Fall ein Problem. 65. Minute. Jonatas, Wood, Jonatas bekommt den Ball wieder und der hat Pech. Das erste Mal in der Partie, dass Hannover ganz viel Pech hatte. Wir sehen es, der war nicht komplett hinter der Torlinie. Aber dann kam zu wenig von Hannover in Folge dieser Situation. Stattdessen nochmal Nürnberg, aber Srella konnte auch nicht das 2:0 erzielen. Es war aber erstmal egal, weil die Gäste den Dreier mitnehmen konnten. Hochverdient gewinnen sie hier in der HDI Arena mit 1:0. Der Auftritt vom VfL Wolfsburg bei RB Leipzig war denkwürdig und nicht unbedingt im Positiven. Sie konnten sich da kaum Tormöglichkeiten rausspielen. Jetzt gegen Freiburg sollte es besser werden. Und die Wölfe hatten auch die erste Möglichkeit. Renato Steffen nach 9 Spielminuten. Aber den setzt er mit dem linken Außenriss dann doch deutlich am Kasten von Schwolo vorbei. Dann auch mal die Freiburger. Die waren bis dahin relativ unauffällig. Yannick Haberer, der hat die Übersicht mit Vincenzo Grifo. Gerät der Ball zu Christian Günther. Und der linke Verteidiger macht das 1:0. Für Freiburg. 26. Spielminute, gut freigespielt. Verhagt wurde nach innen gezogen und so steht dann Christian Günther komplett frei vor Kuhn Castells. Und die Freiburger waren davon motiviert und spielten wieder nach vorne. Jerome Gondorf bekommt gar keinen Druck, zieht dann ab und über Brooks gelangt der Ball ins Türchen zum 2:0. 31. Spielminute, kann er einfach marschieren. Brooks ist dann zu spät und wehrt den Ball ins eigene Tor ab. Der hätte eventuell anders nicht gepasst. Und jetzt spielten sie sich in einen Rausch. Wieder Freiburg. Kübler im Strafraum. Das ist Jerome Gondorf. Und jetzt passt da auch jeder Ball. Doppelpack des Mittelfeldmanns. Und Wolfsburg stand komplett vor der eigenen Auflösung. Was war da los? Wie gesagt, Auflösungserscheinung. Vor der Pause versuchten sie dann nochmal etwas zu korrigieren. Roussillon, Steffen und das auch Wout Weghorst. 45. 8. Saisontor. Hat er auch das Tor gegen Wolfsburg erzielen können. Und jetzt sollten sie wirklich im zweiten Durchgang einen Sturmlauf starten, um das noch zu korrigieren. Dazu müsste Freiburg aber auch stark abbauen und davon ist nicht unbedingt auszugehen. Aber 45 Minuten stehen eben noch an und die Wolfsburger versuchten es auch. 56. Spielminute, Standardsituation von der rechten Seite. Und dann ist da auch Weghorst, trifft aber nur den Pfosten. Das wäre es natürlich gewesen,
Noch 35 Minuten und ein 3:2, dann hätten auch die Knie der Freiburger gezittert. Weiter jetzt die blauen Gäste. Roussillon mit der Flanke, Yunus Malli, der einen schwachen Auftritt hatte gegen Leipzig, wurde hier aber nicht wirklich zur Gefährdung. Freiburg machte das dann im Verlaufe der restlichen Partie gut, hielt den Ball vom eigenen Tor fern und Knoche dann mit dem Fehler. Petersen kann ihn aber nicht ausnutzen, Castells hält, aber das machte nichts mehr. Freiburg gewinnt mit 3:1, weil Wolfsburg zwar einen kurzen Anflug hatte von Motivation, aber das verflog dann wieder. 3:1 gewinnt Freiburg. Der FC Bayern München hatte kräftezehrende 120 Minuten hinter sich. Beim 3:2 Erfolg gegen Hertha konnten sie dann aber den Traum vom DFB-Pokaltitel weiterträumen. Die erste Angriffsmöglichkeit gehört hier Kingsley Coman und das war viel zu einfach, wie er da auf der rechten Seite marschiert, in den Strafraum einzieht und auch abschließt. Drei Fährmann ist aber da, ja, der Nübel-Vertreter, so muss man ihn mittlerweile wohl nennen. Machte einen ganz guten Job. Viertelstunde von der Uhr, dann mal Marc Uth über die linke Seite, bringt die Flanke. Kelly Jury, der auch den Abschluss, und das war gar nicht mal so verkehrt. 16. Spielminute, erste gute Annäherung der Königsblauen, die durchaus mutig auftreten an diesem Samstagabend, aber die Bayern waren trotzdem spielbestimmt. Sie müssen hier den Dreier einfahren. Wieder über die rechte Seite. Da ging wirklich viel und Robert Lewandowski mit dem nächsten Abschluss setzt sich dagegen Sané durch, Doppeltorschütze aus dem DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Aber auch Schalke immer wieder mit Annäherung. Wie gesagt, das war keine schwache Partie der Elf von Tedesco, aber Ulreich konnte den Ball dann auch wieder parieren. Halbe Stunde jetzt von der Uhr, Chame, Serge Gnabry, überragend. 5. Saisontor, hat auch klasse gespielt gegen die Hertha, wurde dann rausgenommen. Super Drehung und super Abschluss, nicht zu halten für Fährmann. Und 5 Minuten vor der Pause wollten sie dann erhöhen. Kingsley Coman auch immer wieder aktiv. Joshua Kimmich mitgekommen, auf den zweiten Pfosten gespielt. Und Serge Gnabry fast mit dem 2:0. Jetzt war aber Ralf Fährmann wieder da und konnte parieren. Eine klasse Partie, die dann verdient zu Pause 1:0 in die Katakomben ging. Bayern war besser, aber Schalke hielt auch gut mit und sie hatten auch die Möglichkeiten, eben eigens einen Treffer zu erzielen. Das wollten sie dann im zweiten Durchgang besser machen und sie blieben dran. Guter Ball auf Sebastian Rudi, der ist durchgestartet und dann hämmert er drauf. Der Moment, den man so lange von Sebastian Rudi erwartet, erhofft hat, dass er vielleicht endlich einschlägt, da möchte man nicht zu viel hineininterpretieren, aber vielleicht die Motivation gegen den FC Bayern München nochmal etwas erhöht, da hatte er ja zuletzt gespielt. Aber Bayern wollte das nicht so auf sich sitzen lassen. James, Coman, Robert Lewandowski und es stand wieder für die Bayern positiv. 2:1, 13. Saisontor für den Polen. Gute Passstaffette und der Abschluss da nicht unbedingt perfekt, aber Ralf Fährmann kommt nicht mehr aus dem Rasen raus. Jetzt wurde Königsblau richtig eingeschnürt und es hätte in der Phase den nächsten Treffer geben können, aber es gab ihn noch nicht. Schalke kam aber dann nicht mehr nach vorne, das 2:1 war das Ziehen des Steckers. Nochmal die Bayern, Nastasic wehrt hier erstmal ab, Goretzka, James, Goretzka bleibt dran, Robert Lewandowski legt zurück und James fast mit dem 3:1, 5 Minuten vor dem Ende. Aber die Bayern gewinnen am Ende trotzdem mit 2:1, schlagen sie Königsblau, das ist über die 90 Minuten auch absolut verdient. Schalke schlug sich gut, konnte sogar zurückkommen, aber am Ende hat sich die Qualität und die spielerische Leidenschaft der Münchner einfach durchgesetzt. Der SV Werder Bremen setzte sich ja im Spektakel gegen Dortmund im DFB-Pokal durch und jetzt Liga-Alltag gegen Augsburg. Die konnten immerhin zuletzt 3:0 gewinnen gegen den ersten FSV Mainz, starteten hier aber nicht so gut rein. Obwohl sie gegen Kiel auch weiterkamen, war das schmeichelhaft und brachte scheinbar nicht nötige zusätzliche Körner.
Kobel muss hier gleich mal eingreifen gegen Milot Rashica am zweiten Pfosten. Gute Parade hier der neuen Nummer 1, der Fuggerstädter. Viertelstunde knapp von der Uhr, dann Werder Bremen mit dem nächsten Angriff. Über die linke Seite Maxi Eggestein, dann Augustinsson. Der hat die Übersicht, Rashica völlig frei und das 1:0. Drittes Saisontor Milot Rashica. Auch gegen Dortmund hatte er getroffen. Aber der steht da viel zu frei am zweiten Pfosten. Kobel nimmt dann den Laufweg auf des Balles und steht dann in der falschen Ecke. Kann nicht mehr parieren. Was war mit Augsburg los? Dann auch endlich mal mit einem Offensivzeichen. Aber Sie sehen es, Córdoba spielte auf Richter, legte ja auf. Finn Burgason fehlte. Und das sah man schmerzhaft in den Augen von Manuel Baum. Der fehlte einfach. Kann man einfach nicht verneinen. Der Top-Torjäger der Augsburger ist ein wichtiges Puzzleteil. So stand es dann 1:0 für Bremen zur Pause. Und das auch verdient, auch wenn sie zum Ende hin etwas harmloser wurden. Zweiter Durchgang, dann Martin Harnik. Auch er, wie Rashica, erfolgreich gewesen. Das 3:3 in der 119. Spielminute konnte er erzielen. Knappe Stunde gespielt, Eckstoß dann von der linken Seite von Sahin reingebracht auf den Elfmeterpunkt und Sebastian Langkamp gegen Kobel. Der hat aber kein Problem, den abzufangen. Bremen wollte es jetzt aber zumachen hier, das ganze Spiel. Nuri Sahin wird nicht richtig gut angegangen. Eggestein super gespielt und wieder ist Rashica viel zu frei. 2:0 Doppelpack, 67. Spielminute und das Weserstadion war in heller Freude. Schön oben links reingesetzt, für Kobel wieder nichts zu halten. 20 Minuten dann noch, konnte Augsburg nochmal etwas bringen. Córdoba zumindest mal mit einem Abschluss, aber noch nicht gefährlich genug. Aber tatsächlich kam sie jetzt nochmal. Das ist Córdoba auf Fredrik Jensen. 2:1 nur noch, 80. Spielminute. Der Mann, der das Führungstor gegen Kiel vorbereiten konnte. Eine zu große Lücke in der Mitte, die wird zu spät geschlossen und Pavlenka kann sich nicht mehr strecken und die Hoffnung war zurückgekehrt und Augsburg kam auch nochmal. Nachspielzeit bereits. Max legt zu Richter und Jensen vergibt die letzte Möglichkeit. Wäre auch nicht verdient gewesen, trotzdem die Möglichkeit bestand, hier einen Punkt zu entführen. Bremen kann sich glücklich schätzen, den Ausgleich nicht mehr gefangen zu haben. Dieses 2:1 geht am Ende des Tages dennoch in Ordnung. So schlagen sie Augsburg absolut verdient. Fortuna Düsseldorf gegen VfB Stuttgart. Der Abschluss des 21. Spieltages könnte uninteressanter sein, denn hier steht wirklich viel auf dem Spiel. Fortuna Düsseldorf vor dieser Partie mit 7 Punkten Vorsprung auf Stuttgart. Wiederum bedeutet das ein Sieg und es wären nur noch 4. Donis mit der ersten Möglichkeit, setzt den Ball aber erstmal nur an den Außenpfosten von Michael Rensings Gehäuse. Aber die Stuttgarter waren hier gut aufgelegt. Die mussten ja unter der Woche nicht mehr ran und wieder Donis und wieder Aluminium und Rensing mit den Fingerspitzen noch dran. Dann Stuttgart auf dem Weg nach vorne, kommt nicht durch und dann Kontermöglichkeit. Usami schickt Hennings auf die Reise, kein Abseits, rufen Hennings, in der Mitte ist du die Luke, Bakio, er macht selber. Und das ist die richtige Entscheidung, wenn er trifft. 36. Minute, Fortuna Düsseldorf mit einem super Konter und Stuttgart kommt da nicht mehr hinterher. Bleibt dann voran, Robert Zieler auch kurz stehen fast und trotzdem zum Abschluss, Zieler muss ihn theoretisch auch haben im kurzen Eck. Und dann nochmal vor der Pause. Nochmal vor der Pause Fortuna Düsseldorf. Was war jetzt mit Stuttgart los? Kevin Stöger mit dem zweiten Treffer. Der VfB eigentlich so gut gestartet in dieses Spiel. Und dann vergaben sie das. Vergaben ihre Chancen und schenkten dann zwei Treffer recht einfach her. Düsseldorf führt also nach 45 Minuten mit 2:0. Schmeichelhaft, aber so ist das Resultat. Dann Fortuna Düsseldorf mit diesem Abwurf, Einwurf. Morales verliert den Ball gegen Eswein und Gonzalo Castro steht komplett richtig. Eswein, der schon super gespielt hatte gegen Freiburg, bereitet hier das Tor vor. Er kämpft sich den Ball von Alfredo Morales
Und es stand nur noch 2:1 und jetzt glaubten sie wieder dran. 20 Minuten noch auf der Uhr. Alexander Esswein wieder über die rechte Außenbahn. Pavard, Esswein, Alexander Esswein, fast eine Kopie des 2:1. Anastasios Donis, 71. Spielminute, der Ausgleich. Und jetzt glaubte Stuttgart daran, sogar den Dreier noch mitzunehmen. Pustekuchen, stattdessen nochmal Düsseldorf, 10 Minuten vor dem Ende. Ruven Hennings auf Dodi Luke Bakio. Wieder Ruven Hennings, legt nochmal gut raus. Zimmermann mit der Flanke, Stöger an den Pfosten, das Usami. Usami muss es machen. Zieler hält und hält damit den Punkt fest. Trotzdem wird Düsseldorf damit besser leben können. 7 Punkte nach wie vor Vorsprung auf Stuttgart. Das ist durchaus akzeptabel. Und für den VfB geht es nach 2 schnellen Toren im zweiten Durchgang einfach nicht weiter nach vorne. So trennen sie sich mit einem Remis. Das war es dann auch wieder mit der Prognose. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.